Übrigens, die Blackout-Sendung, da geht es ja letztlich um die Frage, wie regeln wir jetzt etwas, was wir sowieso nicht vermeiden können. Also wie gehen wir mit Unvermeidlichem um? Das wäre mein, übrigens, das Unvermeidliche. Also das, was garantiert 102.000-prozentig passieren wird. Das Unvermeidliche, das, da kann man ja die Krise dabei kriegen. Ne? Also da gibt es zum Beispiel, das Unvermeidliche ist der persönliche Tod. Gut, damit kann man jetzt natürlich nicht anfangen. Da weiß man, also irgendwann ist man mal dran und dann ist es vorbei. Aber das will ich jetzt, das hat natürlich keine ethischen Konsequenzen, denn wenn ich tot bin, dann bin ich ja tot. Und dann ist ja sowieso, also dann habe ich vielleicht noch, also auf dieser Welt dann die Aufgabe, dass mein Körper sich zerlegt oder der zerlegt sich von alleine. Und wenn ich verbrannt bin, bin ich sowieso nur noch Asche. Nee, das wäre jetzt, also das wäre das Überunvermeidliche. Nehmen wir mal das andere Unvermeidliche, zum Beispiel der Verbrauch einer endlichen Ressource. Das hört sich so an, wie so ein akademischer Titel, ist es aber nicht, sondern endliche Ressource heißt, es ist irgendwann weg. Also eine endliche Ressource bedeutet zum Beispiel, nehmen wir mal an, der letzte Tropfen Öl wäre verbrannt oder irgendwie, ne, wär verloren gegangen. Eine endliche Ressource. Das ist das Problem, vor dem die Welt tatsächlich steht. Und zwar seit längerem. Dass das hier jetzt so abrutscht, hat etwas damit zu tun, dass das Thema wirklich ein eigentlich abseitiges Thema ist. Wären wir wirklich mit vollständiger Vernunft bewaffnete Lebewesen, dann wüssten wir längst, dass wir auf dem Trip sind, dass unsere endlichen Ressourcen inzwischen so wenig geworden sind, dass es besser ist, damit aufzuhören, diese endlichen Ressourcen zu verbrauchen. Ist ja klar, was ich meine. Also Kohle, gut, das dauert noch ein bisschen, ich weiß, aber Öl, Gas, alles das, was da ist auf dem Planeten, irgendwann mal produziert worden ist, und zwar vor Ewigkeiten, vor zig Millionen Jahren, vor Hunderten von Millionen Jahren, das verbrauchen wir mit ungeheurer Geschwindigkeit. In einem Jahr verbrauchen wir den Kohlenstoff, für den die Erde früher 1 Million Jahre gebraucht hat, um überhaupt zu speichern. Das machen wir mal so eben weg. Zack. Also wie gehen wir damit um, wenn eine endliche Ressource dem Ende zugeht? Wie gehen wir damit um? Ja, es passiert nichts. Wir verbrauchen einfach weiter. Natürlich werden wir effizienter pro Einzelgerät, wunderbar. Wir verbrauchen viel weniger pro Nase, wie es so schön heißt, was aber nicht stimmt. Also jetzt pro Gerät verbrauchen wir weniger, pro Nase verbrauchen wir mehr von einer endlichen Ressource. Wir sind viel mobiler als früher. Früher hatte man gar nicht so viele Autos zum Beispiel, früher reiste man nicht so viel. Das Resultat der Erkenntnis, der globalen Erkenntnis, auf diesem Planeten bin ich sicher, weiß jeder Mensch, was es bedeutet, wenn er einen Eimer Reis hat, und wenn er diesen Eimer langsam leert, dass irgendwann das letzte Reiskorn verbraucht ist. Das letzte Korn Getreide, der letzte Tropfen Wasser. Ist völlig klar, ist eine selbstevidente Aussage. Also das ist so klar, dass man im Grunde genommen gar nicht drüber reden muss. Also ich liebe ja diese Aussagen, also diese selbstevidenten, wo man genau weiß, aha, jetzt ist was, das versteht jeder. Und wenn er noch so blöd ist, völlig wurscht. Also das verstehen wirklich alle. Aber global, obwohl alle, wirklich jeder Homo sapiens ab einem bestimmten Alter weiß, wenn ich alles verbraucht habe, ist es weg. Was ist das Resultat? Wir haben eine unglaubliche Mobilität auf dem Planeten Erde. Ungeheuerlich. Es gibt so Karten davon, wie also der Mensch, namentlich der Mensch der westlichen Länder, aber inzwischen auch der Mensch der Schwellenländer, also nicht mehr nur Europa, USA, Japan und so weiter, sondern natürlich auch die Chinesen und die Russen und die Brasilianer und. Alle sind auf einmal unglaublich unterwegs. Weil die Globalisierung den Verbrauch einer endlichen Ressource, wie zum Beispiel Öl, Gas, Kohle und so weiter, eher noch verstärkt hat. Das heißt, die Vernetzung dieser Welt hat dazu geführt, dass obwohl alle ganz genau wissen, wenn das Zeug mal weg ist, dann ist es weg, das interessiert niemanden. Es wird einfach weitergemacht. Gut, dann gibt es dann noch so Zwischenmomente. Zum Beispiel, holla, die Wissenschaftler haben wieder was Neues entdeckt. Ein neues Verfahren, wie sie nochmal die letzten Reste der endlichen Ressource auch noch irgendwie aus dem Inneren des Erdkerns, nicht des Erdkerns, des Erdkörpers herausholen könnten. Fracking heißt das. Fracture. Ja, da wird also was in den Erdboden reingepumpt,
mit unglaublich hohem Druck. Das heißt, man muss schon mal Energie verbrauchen, um überhaupt da ranzukommen. Aber dann werden die Gesteine aufgebrochen, richtig aufgebrochen. Und dann kommt das Gas da raus und das Öl, der letzte Tropfen, der letzte Rest vom Schützenfest gewissermaßen, der noch drin ist, der wird jetzt zum Beispiel aus dem amerikanischen Boden rausgepumpt. Und auch bei uns in Deutschland ist man schon dabei, Fracking, das ist doch die ganz große Geschichte. Und so versucht man beim Verbrauch einer endlichen Ressource, wie die Junkies, die an der Nadel hängen, noch den allerletzten Tropfen. Hast du mal noch einen Kubikmeter Gas? Hast du noch einen Liter Öl? Komm, ein bisschen hast du noch. Das ist dann die Hoffnung darauf, dass die Wissenschaften irgendwas entdecken, nachdem sie alles effizienter gemacht haben, vielleicht noch was ganz anderes irgendwie aus dem Reich der Erkenntnisse zu holen und eine Maschinerie anzutreiben, die uns wieder für Generationen mehr oder weniger sorglos den Verbrauch einer endlichen Ressource weiterhin gestattet und wir uns keine Gedanken machen müssen. Was für eine Tragödie. Max Liebermann hat in einem ganz anderen Zusammenhang mal gesagt, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Das war 33, als die Nazis in Deutschland die Macht übernommen haben. Nun kann man nun den Verbrauch einer endlichen Ressource auf der Welt nicht damit vergleichen, aber ich kann ihm zustimmen. Ich kann gar nicht so viel erzählen, wie ich erzählen müsste, um jemanden davon zu überzeugen, doch tatsächlich der an entsprechend wichtiger und richtiger Stelle sitzt, vielleicht mal sich zu überlegen, wie können wir den Verbrauch endlicher Ressourcen langfristig so beschneiden, dass wir uns darüber keine Gedanken mehr machen müssen. Wir können es ja längst. Denn es gibt ja unendliche Ressourcen auf der Welt. Zum Beispiel unendlich jetzt natürlich nicht, ich weiß schon, ja. Ich sehe das schon, ich sehe es jetzt. Ich weiß genau, es gibt diese Herrschaften von der Korinthenkacker-Fraktion, die sagen, ja Moment, unendlich gibt es ja gar nicht. Unendlich haben wir ja gar nicht. Stimmt, aber jetzt nach menschlichem Maßstab. Ich will es mal so sagen, gab ja Aristoteles die nikomachische Ethik. Da schreibt er im Vorwort, schreibt er Aristoteles an seinen Sohn, pass mal auf, mein lieber Sohn, es gibt Probleme und zu jedem Problem gibt es eine angepasste Genauigkeit. Also jetzt hier nicht zu korinthenkackerisch. Unendlichkeit im Sinne des menschlichen Daseins bedeutet, dass wir für geologische Zeiträume Energiequellen zur Verfügung haben. Welche sind denn das? Na, natürlich der Wind. Also der Wind ist so ziemlich das Einfachste, was es überhaupt gibt. Der Wind kommt auf der Erde, das ist eine unendliche Ressource, kommt dadurch zustande, dass die Erde sich dreht, und zwar unter der Bestrahlung der Sonne. Dadurch kommt es auf der einen Seite zur Abkühlung, nämlich da, wo die Sonne nicht mehr hinscheint, nämlich in der Nachtseite, und auf der Vorderseite wird es wärmer. Der Temperaturunterschied zwischen der einen Seite und der anderen Seite führt bereits dazu, dass die Atmosphäre, also das Luftmeer, anfängt sich zu bewegen. Jetzt mal ganz abgesehen von den Corioliskräften, die dann dazu führen, dass man Tiefdruckgebiete hat und Hochdruckgebiete, also dass da reingeströmt wird ins Tiefdruckgebiet und aus dem Hochdruckgebiet rausgeströmt wird. Alles wunderbar, alles herrlich. Und über den Kontinenten natürlich eine andere Temperatur ist als über dem Wasser. Alles das treibt den Wind an. Das Schöne an Wind ist, es ist so ungeheuer einfach. Aus dieser Energieform, nämlich der Windenergie, der Bewegung, Rho mal V-Quadrat, also Rho ist die Dichte, V ist die Geschwindigkeit, also das, was da an dynamischem Druck vom Wind ankommt, das in elektromagnetische Energie zu verwandeln. Also das ist so sicher, wie das, also das können wir schon seit ewig und drei Tagen. Ist überhaupt kein Problem. Richtig dicke Dinger hinstellen, drehen lassen, da kommt so viel, also es ist Wahnsinn. Dagegen ist zum Beispiel Sonnenenergie direkt in elektrische Energie zu verwandeln gar nicht so einfach. Muss man schon die Quantenmechanik bemühen. Den sogenannten Fotoeffekt, für den übrigens Einstein seinen Nobelpreis gekriegt hat. Ja, der hat den nicht für die allgemeine Relativitätstheorie. Nee, hat man dem nicht geglaubt. Aber den Fotoeffekt, ja. Und mit diesem Fotoeffekt kann man ja tatsächlich die Strahlungsenergie der Sonne direkt in elektrische Energie verwandeln. Ist aber jetzt für unsere geografische Lage jetzt nicht so der Bringer. Aber ist eine unendliche Ressource. Ist doch klar. Also jetzt wieder unendlich nach menschlichen Maßstäben. Ich weiß, in 4 oder 5 Milliarden Jahren wird die Sonne zum roten Riesen werden. Aber bis dahin kann man sie doch verwenden. Genauso Gezeiten. Nämlich die Gezeiten zwischen Erde und Mond. Ist auch eine Fundamentalkraft. Hier könnte man dann Einstein ins Spiel bringen. Ja, also so ein Einstein-Kraftwerk. Obwohl, das ist jetzt nicht so relativistisch. Aber wenn man es richtig macht, dann muss man es relativistisch machen. Mit der Gravitation, aber man könnte dann die Wechselwirkung zweier schwerer Körper, nämlich wir haben, ich meine, wenn wir schon das Glück haben, so einen großen Mond, ja, so einen Mond, wie wir ihn haben, der steht uns dienstgradmäßig gar nicht zu. Der hat ja ein 1/80 Erdmasse. So ein Mond, wie wir ihn haben, hat normalerweise so ein Planet wie der Jupiter. Also ich meine, wenn wir schon dieses Geschenk haben, dann können wir doch die Gezeitenkraft zwischen den beiden Körpern auch nehmen.
Und Gezeiten, das ist ja die Sache mit Ebbe und Flut, da lässt sich auch einiges rausholen. Und auch wenn der Mond sich wirklich um 4 Zentimeter pro Jahr von der Erde entfernt wegen dieser Kraft, der ist noch lange genug da, um uns so an mancher Stelle ordentlich Energie zu liefern, weil ja das Wasser schwappt ja hin und her. Und so könnte man auch da eine fast unendliche Ressource anpacken. Also man muss sich wirklich fragen, wieso sind wir eigentlich so blöd und verbrauchen nach wie vor endliche Ressourcen, anstatt an die Unendlichen ranzugehen, an die Unerschöpflichen. Deswegen hier nochmal mein Appell, wie es ja auch am Ende der Sendung gesagt wurde. Wenn wir in Deutschland das nicht machen mit der Energiewende, dann macht es keiner. Ich meine, wir bringen das. Ja? Wir haben die Forschungs- und die Ingenieurstradition. Wir haben jetzt bereits eine fantastische Infrastruktur, die wir nicht wirklich besonders viel verändern müssen, nur noch ein bisschen verändern müssen. Dann könnten wir hier in Europa ein Energienetz schaffen, wo die anderen uns drum beneiden werden. Die werden hierher kommen und werden sagen, Mensch, wie habt ihr das gemacht? Und am Anfang werden wir das noch verkaufen und irgendwann wird elektrische Energie, also Premium-Energie, so gut auf der Welt verteilt sein, dass wir die Dinge verschenken können. Zumindest träume ich noch davon. Ich weiß, ich bin da naiv, aber dann könnten wir die Dinge und die Technologien und die Strukturen und die Strategien einfach verschenken. Dann könnten wir uns um was ganz anderes kümmern, als mit Energie Geld zu verdienen. Dann könnten wir uns vielleicht mal um ein paar wesentliche Dinge in unserem Leben kümmern. Das wäre doch fein. Und es gibt einen Verbrauch einer wirklich unendlichen Ressource, der sich sehr lohnt. Und das ist das Zusammensein. Das ist eine feine Sache. Und deswegen denke ich, die Energiewende könnte langfristig wirklich zu einer viel besseren Welt führen.